Hallo, hier ist Christoph von der Tech & WM Hambieren. Das neue Achos 80 Platinum mit einem 8 Zoll Display, 1024x780 Pixeln, IPS, 1,2 GHz Quad-Core und auch Google-Zertifizierung. Das heißt, wir können hier natürlich alle Play Store-Apps installieren. Auf der Rückseite haben wir ein Aluminium-Backcover, ähnlich wie hier beim Achos 97 Platinum. Das heißt, es fühlt sich eigentlich recht hochwertig an, relativ schwer, aber für die Größe. Auf der Unterseite haben wir hier einen Mini-USB-Anschluss, Micro-USB-Anschluss, einen Micro-USD-Slot. Wir sollten hier angeblich 2 GB Arbeitsspeicher haben und das Ganze läuft mit Android Jelly Bean. Ist kein bekannter Chip, ist ein All-Winner-CPU oder ein ROG-Chip-Prozessor. Hier, das Gerät läuft wesentlich flüssiger als wie das Achos 97, das ja das Retina-Display hat. Aber ansonsten macht es eigentlich recht guten Eindruck hier mit Android Jelly Bean. Es dürfte ein interessantes Gerät werden, vergleichsweise hier zu einem Preis von $199. Ob ich das gegen ein Google Nexus 7 tauschen würde, kann ich jetzt nicht sagen. Eigentlich eher nicht, denn das Nexus 7 ist für mich persönlich etwas kompakter, da das hier einfach ein bisschen größeres Display hat. Aber trotzdem hier zum Lesen oder sonstigen ist das wirklich ein nettes Gerät. Und wir sind schon mal gespannt, wann das auf den Markt kommt, beziehungsweise wie viel es dann in Deutschland kostet.